Heute geht es auf ein erneutes Abenteuer in der Welt der Verbrechen. Mission startet jetzt. Hey Bobby. Ja, wo bist du denn? Warte, ich beeile mich so schnell es geht, ja? Ich will dich dabei haben. Wir werden Fahrerstreife machen, Bruder. Ich sag dir. Mach guten Eindruck, dann nehmen sie dich. Vertrau. Ja, schönen guten Tag. Hallöchen. Wie mal die zwei mit dem Lieben? Mit voller Vorfreude hier. Schon gehört, voller Nervosität eher gesagt. Nervös? Das Wort kenne ich gar nicht. Ach so. Dann werden wir das doch jetzt mal herausfinden, ob sie nervös werden können oder nicht. Ich habe doch eine Idee. Ich weiß, wie wir das rausfinden. Ja, also von einer Waffe lasse ich mich nicht ein. Ja, okay. Ist doch alles cool. Gut, dann fangen wir erstmal an. Dann erzählen Sie mal was über sich. Ja, kein Problem. Ich mache Kampfsport seit 7 Jahren. Auch meine Trainerlizenz. Trainerlizenz? Nee, Kunde bitte, jetzt kommt die Dienstaufsicht. Baker! Bewerbungsgespräch. Wollen Sie dazukommen? Oh Gott. Übrigens, der Herr sagt, er lässt sich nicht einschüchtern oder so. Also, viel Spaß. Herr Baker! Moin! Hinsetzen. Ja, alles klar. Ich hab einen Klappstuhl dabei. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wie ist Ihr Name? Jetzt geht's den Scheißdreck an. Was wollen Sie hier? Arbeiten. Warum? Weil ich den Leuten helfen möchte. Wie wollen Sie den Leuten helfen? Indem ich, dass sie ohne Probleme durch jede Straße, durch jede Ecke mit gutem Gewissen gehen können, ja. Klingt ja schon fast nach Kirche. Nee, wenn dann nach Moschee. Was? Der Typ ist der Heftigste. Schießausbildung, Ergebnis. 1,0. Ist John Tobik? Wer war Ihr Ausbilder? Fabian Müller. Das war sein Name, ja, Legendenmann. Wissen Sie, worauf ich achte, wenn man auf so einen Dienst kommt? Naja, sagst du eine Kälte mit 6 Leuten. Auf ein gepflegtes Aussehen. Tatsächlich würde ich gerne vorher nochmal mit dem Herrn Garcias kurz sprechen. Ich würde meinen Assistent für diesen Mann verkaufen. Ja, gib mir dem eine Chance. Garcia, das geht auf Ihre Kappe, wenn der Scheiße baut. Sure, ja, sure. Den richtigen, mit dem er fahren darf. Das war krass. Overwatch übernehmen. Guten Abend, der Herr. Ich würde einmal aus dem Fahrzeug aussteigen. Ja, wir ficken den jetzt. Komm, wir haben 2 PD-Wagen. Vamos. Aktuelle 1080, Hauer, roter Mustang, flüchtig. Schreib 8, schließlich. Bleiben Sie stehen! Bleiben Sie stehen, kommen Sie schon. Bleiben Sie stehen! Das wird nichts, Kumpel. Steigen Sie aus! Letzte Warnung, aussteigen oder ich taser Sie aus dem Fahrzeug. 3, 2, 1, taser. Gute Arbeit, Altman. Einfach an die Wand gestellt im Auto, ja! Da haben Sie mich gefasst. Das war aber eine gute Fahrt, Junge. Nicht schlecht, muss ich zugeben. Oh, danke. Alles klar, Kumpel. Hast du mich gesehen draußen? Ja, das haben Sie sehr gut gemacht. Das LSPD, Motherfucker. I am the law. Alles klar, dann einmal hier in die erste Zelle mit ihm. Alles klar, Compadre. Also hätten wir eine Geldstrafe von 1.800 Dollar und eine Haftzeit von 10 Hafteinheiten. Sehr gut. Alles klar, der Herr, dann alles Gute und auf Wiedersehen. Siehst du den hier? So hart ist er. Benimm dich gefährlich. So richtig. Guter Junge. Ich liebe so einen Scheiß, ne? Fahren. Okay, alle Einheiten sind unterwegs. Ah, die schießen hier. Fahren Sie weiter. 649. 2 Minuten. No way. Die haben uns gepusht von hinten. Verdammt. Komm mit. Komm. Garcia. Tschüssi. Scheiße, Mann, was ist passiert, Mann? Gott verflucht, sie kam von überall. Ja, ich musste das Fahrzeug schnappen und flüchten. Oh mein Gott. Also, was ist mit dem Typen? Taser! Auf die Straße ran, schau mal. Auch die Zivilisten fangen an mit zu scheppern. Hä? Gehört, so dezent die Autos vielleicht ist. Ist das geil.
Habt ihr so Barber gelöst? Jim! Ey, aber Hank, gib schlimmeres Vertrauen. Ich stell dir vor, du wärst hier als vollgeschissene Hose am Strand. Das hab ich tatsächlich öfter, aber Elber gewöhnt sich dran. Oh, was, echt? Du bist mir großes Vorbild, Hank. Haben Sie die Rechte verstanden, Herr Boos? Nein. Oder haben Sie Pech gehabt? Hey, Hank, soll ich einen Taser? I am the law. Ich bin das Gesetz dieser Straße. Sehe ich zwar nicht so, aber gut. Du willst frech werden? Okay, kein Problem. Taser, Taser, Taser! Verstehst du jetzt, was ich sage? Mann, du Wichser, was soll das? Wie geht's? Darf ich dir ein Lied zeigen?